darkest sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. So, morgen, heute 18.05. Gestern mal Presse noch da. Und ja, wir dann jetzt, gehen jetzt zum Ulnerhof und sammeln da mal Baller. Das Licht ist gerade ziemlich beschissen von der Sonne her. Tut mir leid. Ja, wir gehen jetzt zum Ulnerhof. Wie gesagt, von hinten am Krauser jetzt Tieflader drinnen. Und dahinter der alte Beetskipper, wo da war es 2 drauf, auf dem Großer war es 4, auf dem Tieflader 4 oder 5 drauf, je nachdem wie man es prägt. Dann Vater ist schon unterwegs mit dem Krone und mit dem anderen Beet. Da passt immer 4 und immer 3 drauf. Und ja, ne, ich werde schon noch Bock auf den Heunestall zu machen. Bis ich erkennt habe und täglich den Tau. Und zum Opa ist jetzt mit dem 633, nein, mit dem 844 steht jetzt unterwegs. Der tut jetzt der Meister einsetzen, also in Mais gehen wir jetzt schon mit den Pflanzenschutzmitteln. Also wir setzen da Fungizid, also so Meister Power heißt es. Und ja, das wird jetzt im Mais eingesetzt gegen das Unkräuter. Ja, wir haben gestern der Presse kurz vor dem letzten Tag, vor der letzten Wiese gefragt, wie viele Baller sind. Da waren 37 und am letzten, da waren es ungefähr, glaube ich, 8 noch, also so knappe 45, 46 vielleicht Baller zu gehen. Also wenn sie es nicht genau zählt, wenn wir zuerst an den anderen Hof gegangen. Und ja. Ja, das muss ich noch losbereiten. Da waren jetzt 2 viel da sein, wo da betroffen sind. Aber gestern, scholliges Wetter. Und man muss nicht die Fahrradfahrer, die muss nicht dedikiert Straße. Da fährt ein älteres Ehepaar auf mich zu. Ne, brennt dann nur ein Gott auseinander und ich bin schon halb im Acker drin. Dann bin ich wieder rausgezogen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt mal gucken, was sie denn. Dann haben sie erkaltet und gewartet, dann haben sie mir versichert und haben gesagt, du bist der Erste, wo geht, wenn ich die 100 Tore lade. Da haben nichts mehr gesagt und ist auf 10 gegangen. Also, da kriege ich wirklich einen Hals. Also, da kommst du mit einer riesigen Karre, hast kaum Platz. Gehst schon ganz in, also auf die Grille, was steuert, und bist schon fast im Acker, den vom Nachbar. Nein, die müssen trotzdem noch, die kippen, dann haben sie genug Platz. Oder sie sehen doch, dass sie kommen. Nein, 10 Meter vorne wäre ein Eibuch ungefähr. Kommt mir nicht rein. Da kriege ich so einen Hals teilweise. Das hat mich gestern schon richtig aufgeregt. Aber da war das Thema, weil es hat eh keinen Wert. Die Fahrer denken, sie sind die, die es recht haben und gut ist. Aber sind die Ersten, die uns schreit, wenn man sie unter der Tore lässt. Guck, gutes Beispiel dagegen. Drehen wir mal die Kamera, der ist schon auf Zeit. Nicht drehen wir jetzt wieder, dass man das kennt. Der ist schon auf Zeit gegangen, der hat mich schon von weit gesehen, das war nicht 10 Meter, das war 200 Meter, wo der mich gesehen hat. Ja, es gibt auch eine, die auf Zeit gegangen, aber das war gestern eigentlich einer von, ich habe glaube 15 Mal Erinner gemacht mit Fahrradfahrer, wo ich dann aufgefahren bin, zum einer auf. Weil ich einfach, ja. Und dann gibt es natürlich noch eine, die Fahrrad rechts nach haltet und die kann ich überholen, weil von vorne auch welche kommen, Fahrradfahrer. Wie soll ich da vorbeikommen? Das hat mich gestern auch so richtig genervt. Dann stand ich hinter deiner, von hinten kommen Fahrradfahrer und überholt mich von links. Ganz normal, aber ich komme nicht vorbei, weil von vorne auch schon Fahrradfahrer kommen. Da denkst du eigentlich manchmal, denke da eigentlich mit oder da vorne wäre eine Einbüchung für. Die paar Meter wäre ich schon echt hinterher gefahren und hätte ich nicht überholen können. Aber manche denken da einfach nichts. Aber was willst du machen? Sind Fahrradfahrer.
ja, jetzt kriegen wir uns wieder ein bisschen ab. Und ja, dann heute Morgen, wir wissen nicht warum, eigentlich war kein Strom gesteckt am Krauser Bullock. Der ist nicht eingelaufen. Ja, und warum war es? Und dann ist ein elektrisches System gekommen. Und wir haben nochmal geguckt, da war nichts eingesteckt. Normal sind einfach meine Kabel eingesteckt, vom Handy oder ja, von der Drohne und so Zeug, aber da war diesmal nichts eingesteckt. Aber, ja, keine Ahnung. So, der Platz ist auch bei uns bald verbüter, Hanna. Und ja, hoffen wir mal, dass er da keinen Baller gemacht hat. Ja. Jetzt können wir auch ein bisschen erzählen, noch gestern vom Schwadler, weil das war gestern so laut. Ich glaube, da hat man nicht so viel verstanden, das muss ich gucken. Ja, wir haben da mit unserem Kuhn gestern geschwadert. Und unser Bekannter ist mit seinem Glasschwader gekommen. Beides natürlich mit einem 633. Das einzigste Unterschied ist, der hat einen Frontlader dann an seinem 633. Und wir nicht. Und die Stunden sind ein bisschen anders. Aber sonst ist er eigentlich tupfer gleich. Ja, da haben wir jeder, also mein Opa hat gesagt, ja, das reicht ja neu. Ich glaube, da hat jeder 2,5 Stunden rum da zum Schwarten. Also ich wäre 5 Stunden allein unterwegs für bloß alles zum Schwarten. Weil es waren so circa 4-5 Hektar. Also genau kann man es jetzt sagen, weil man vielleicht ein Teufels rausgeschnitten hat in dem Sinne. Oder ein Teufel rausgemäht. Weil die einfach am Wald da liegen und ja, das sieht man jetzt nicht davon. Ich sehe es jetzt. Aber weil die Sonne jetzt die Wandrad hinten rum am Wald und dann ist dort den ganzen Tag Schatten, wenn wir daheim haben, dann müssen wir da erstmal alles raus. Ja, wie heißt es? Raus nachher. Ja, raus mit dem Schwader raus, so ein bisschen die Sonne. Das hängt ein bisschen. Wenn da der Schatten näher kommt, dann wird es ja dir. Ja, so ist halt. Aber ja, wir dann jetzt leider, wir haben ja vor einigen Jahren mal eine Ballergabel gekauft, eine Zange, eine eigene. Wir haben da immer rumgeguckt und von Düsseldorf, aber ich glaube, normalerweise gibt es welche. Aber ja, wir haben dann so rumgeguckt und dann haben wir halt eine polnische gefunden von Acromet. Soll jetzt keine Werbung sein, aber also für die Hälfte, die hat kostet die Hälfte. Das Einzigste war halt, die haben sie nach zum Preis geliefert, weil die da erst reingekommen sind, aber was willst du machen, ist jetzt so schlimm. Boah, da habe ich auch so gemäht, da ist jetzt halt so. Da gescheit ausholen, dass ich noch anbleibe, zu eng, ich schlage da wieder, weil der Knick da ein bisschen von der Dana hat. Und dir, Vater, und ja. Ja, das ist halt so. Abstellen darf ich den Bulldog jetzt auch wieder, wie gesagt, weil er. Wenn der gelaufen ist. So, doch ein bisschen hoch hinter der Tierfahrer. Weiß ja nie, dass sie hängen bleiben. Ja, jetzt tue ich mal eine Heinungsschwindigkeit in unserem anderen Hof. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
denke jetzt, ja, eigentlich hat man Ballerzange um sie andersrum als zum Fassen. Aber ja, ich sehe ja, runter ist ja einfach dicker wie oben, und wenn man sie andersrum nachgelegt hätte, dann wäre sie vielleicht raufgefallen und so etc. Aber ja, wir dann jetzt doch plus 5 Ballern auf, ich denke mir dann 6 bei mir auf, aber das reicht ja auch. Also MOC, Fahrer du 3 drauf, hat er gesagt, und 2, und ich du auch, jetzt immer 3, sind wir bei 10. Bei 40 Ballern, das sind dann 2 mal da hinfahren, weil 10 noch mit nach Westerflach. Und ja, normal, wenn es 45 sind, glaube ich, 10 sind es Westerflach, dann passt es genau. Also normal müsste es passen, aber man sieht es ja. Bis später. All around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Wir sind jetzt auf der Heimfahrt und wir müssen jetzt geschwind dahin an der Straße baden, weil dahinter haben wir noch einen Sträufer. Treiben wir geschwind. Dahinter haben wir noch einen Sträufer Wies. Dahinter liegt jetzt noch, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dahinter liegt noch eine Baller. Die holt jetzt der Vater noch. Die geht er mir dann auf den Wagen auf. Das haben wir schon mal gemacht, gerade eben. Da ist auch noch mal so ein Sträufer im Wald entlang quer. Und da haben wir auch. Ja, den Händler haben wir gar keinen oben gehabt. Lassen wir die Beute mitnehmen können beim Rah. Und der ist jetzt unterhalb vom Aggernei und kann jetzt hinten rumfahren. Weil dann könnte es mir da Hand auf, dann können wir den anladen. Und dann haben wir. Jetzt habe ich gedreht, jetzt kommt er gerade rauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ganz im Hintergrund die gelbe Gabel. Da kommt er, glaube ich. Ja, ich glaube, man kann es erkennen, aber. Ganz schlecht. Da müsste es sein. Da kommt er jetzt und bringt mir die Baller dann her. Ja, jetzt gucken wir mal, wir haben es nicht aufgeschrieben. Jetzt haben wir da am Eunerhof. Am Eunerhof waren es 8, plus 1 sind 9, plus 3 sind 12, plus 3 sind 15. Plus 6 sind auch 20, plus 4 sind 25, plus 2 27, plus 3 sind 30, plus 2 sind 32, plus die 2 sind wir bei 34. Und jetzt müssen wir mal gucken, was noch in Westerflach alles liegt. Aber da war jetzt auch noch mal so 10 auf jeden Fall sein. Und ja, sonst läuft alles. Dann melde ich mich später nochmal. Ciao! To Taiwan, I've been all around.